Hallo und herzlich willkommen zurück zu Left 4 Dead 2, meine lieben Freunde. Und heute geht's zum Crashkurs in die Gassen. Der liebe Rivano ist auch wieder am Start. Hallo. Hallo. Und natürlich ich, der Onkel. Und ja, go. Crashkurs. Crashing will be the easy thing they do today. Doch wie war Crashen einfacher? Francis! Noch wie war Crashen einfacher? Das ist so deutsch. Ja, die haben sich verschrieben. Noch wie war Crashen einfacher? Das sollte wahrscheinlich stehen, noch nie war Crashen einfacher. Ach, noch nie war Crashen einfacher. Aber die waren halt schlau und haben geschrieben, wie war. Keine Panik, ich hab einen Plan. Du hast einen Plan? Ich hab einen Plan, hast du gehört? Ich hab den Plan. Okay, da gibt's Knarren. Oh, ich hab'n. Mein, was ist denn da schon wieder los hier, ey? Alter Schwede, ey. Ich nehm die Pumpgun. Das wird da lang laufen. Ein Hubschrauber, der abgestürzt ist. Oh mein Gott, das tut so weh. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm. Klar. Bam, bam. Alter, der gibt mir voll eine. Der hat mir voll eine verbrezelt. Aber es ist gerade wieder so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, wieder weiß gewesen. Dass ich immer in den Spielen sage, ich öffne einen Raum, der Rivano folgt mir, anstatt er draußen weiter bleibt. Nein, er geht mir nach. Er kommt mit in den einzelnen Raum rein. Ja klar, ich muss dich doch beschützen, sonst kommt wieder so ein Lurker oder so und schnappt dich weg. Ihr wisst ja, ich kann den Onkel ja nicht alleine lassen. Das geht nicht. Ah, das ist so eine gemütliche Map, ne? Oh, ich hab mich gerade zu Tode erschreckt. Meine Katze ist gerade an meinen Fuß gesprungen. Und ich hab mich gerade, weißt du, ich bin so voll konzentriert auf das Spiel. Und dann springt da irgendwas an deinem Fuß. Boah, hab ich mich jetzt erschreckt. Boah, ich geh zurück über die scheiß Waffe. Diese Schrotflinte ist zum Kötzen. Ja, ich hab auch die Pumpgun hier, die ist echt cool. Beschissen. Die ist cool. Oh, ich hab Adrenalin. Du hast wieder kein Medipack. Warum hast du wieder kein Medipack? Du vergisst immer das Medipack am Start. Ich hol's. Ich weiß nicht, warum ich's vergessen hab. Wo waren das? Ach, da. Da liegt ein Medikit. Ich hab's. Weißt du, wir brauchen jetzt auf jeden Fall die Pfanne. Vielleicht finden wir sie ja in diesem Teil. In diesem Part. Ach man! Siehst du, deswegen brauchst du mich. Deswegen. Nur deswegen. Hilfe! Danke. Oh, wer hat denn da auf das Ding geschossen? Da war wieder eine so schlau von unseren Koop-Partnern hier. Die war so schlau. Da. Onkel? Ja. Bist du noch da? Ja, ich war der Schlaue, deswegen bin ich so still. Also. Ich werf einfach mal die Fackel da. So. Die explodiert alles. Geil. Ah, Leute, das Spiel ist einfach so episch. Ihr glaubt das gar nicht, wie episch das ist. Ey, die klettern den Wagen hoch hier. Ja. Erstmal ordentlich runterprügeln. Lass den Wagen in Ruhe. Tu es nicht. So, jetzt wollen wir erstmal schauen, was hier abgeht. So, ich bin echt jetzt dafür, dass wir hier hochgehen. Ah, erstmal werde ich den dann noch töten. Warum platzen die alle? Hast du einen Granatwerfer? Ja. Ah, okay, das erklärt einiges. Das erklärt einiges. Ich hab gerade echt gedacht, ich laufe hier so lang, alles explodiert hier. Warum kriegst du im ersten Level schon Granatenwerfer? Das ist wieder mal faszinierend, ne? Hallo. Bam, erstmal abboxen. Ich auch nochmal. Oh. Ach, ich hab keine Granate, scheiße. Und da ist gerade ein Bösewicht.
ist so geil. Ich mag das voll, mit der Minigun hier rumzuballern. Die ist einfach so, so geil. Welche Minigun? Ja, hier diese Mini-Uzi, was ich habe hier. Die Mini-Bubsi. Der Onkel rennt hier wieder rum und macht nur Blödsinn, dann der Dumm. Hast du gerade daneben geschossen? Nö. Okay. Ich schieße nicht daneben. Ah, jo, da brennt's. Das brennt. Ich will auch so eine dicke Waffe mit Bum Bum haben. Oh, vor uns hast du gesagt, ich soll sie nehmen. Jetzt habe ich sie. Nee, ja, ich will ja, dass du eine hast und ich eine habe. Dass wir beide so eine haben. Ich hätte gern das MG, das war echt geil. Okay, der Raum ist sicher, Onkel. Der Raum ist sicher. Pass auf. Da stehen welche. Oh, jetzt fliegen sie weg. Ich schieße die da oben runter. Ja, der hat sich gerade die Hände hochgehalten und hat sich da gegen die Wand gestellt. Was ist denn das für ein Zombie? Wurde bestimmt mal verhaftet oder so. Oh ja, endlich mal eine gescheite Waffe. Oh, ein Vetter. Ich hab einen Boomer rangetötet. Was? Ein Boomer, so ein Vetter. Ah! Was ist denn? Was ist das schreckständig, das geht mir im Sack. Oh, Mann. Was ist denn los? Komm, geh weg, Kotze. Das ist Kotze. Ich versuche jetzt in diesem Part nicht so viel Teamkiller zu sein. Damit ich mal den besten nicht auf Teamspieler geschossen. Okay, nicht auf ihre Verbündeten schießen. Hat sich gerade erledigt. Ja, ab und zu passiert das immer mal, ne? Alter Schwede. Jetzt zerplatzen die Kadaver. Oh Mann! Was ist denn? Flieger am Boden. Ach so. Ich auch. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Draußen, draußen, draußen. Hilfe, 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 Hilfe. Ich hab dich, keine Angst. Er hat mich, keine Angst. Komm, ich helfe dir hoch. Danke. Boah, der Fette hat auf mich eingeprügelt, wie so ein Irrer. Deck mich mal, sagt er. Deck mich mal. So, Knarre habe ich. Munition habe ich auch. Ich bin dabei. So, Pfanne, Pfanne. Nö, nur ein Baseballschläger. Kotze. Am besten sind die Rohrbomben in dem Spiel. Das sind die ultimativen geilen Sachen hier. Ist echt so. Das Militär ist genauso sinnlos wie... Ha, erstmal hier ordentlich reingespritzt, die Adrenalin. Das war wieder Onkel-Style 25 hier. Letzte Granate, muss da hingehen. Ja. Und da kommt... Wow, wow, wow. Ein Tank. Wo? Hinter uns. Liegst du da am Boden? Ich bin tot. Ey, das gibt's gar nicht. Was war das denn jetzt? Ein Tank. Aber der kann mich gar nicht so schnell töten, wie ich jetzt tot war. Alter, die wollen mich doch echt verarschen. Oh, alle tot. Alter Schwede. Ihr seht schon, liebe Leute, das ist jetzt ein neues Kapitel und das geht schon echt gut ab. Na, fünf vorne. Krasse. Francis, warum meinst du, dass wir verloren sind? Weil du das Geld sicher hast. Ich erkläre dir bei Gelegenheit mal, wie man spielt. Siehst du, es wird schon erklärt, wie man spielt hier. So, die Uzi habe ich dabei, eine Axt habe ich dabei, ich bin ausgerüstet, wir können. Medikit. Habe ich doch genommen. Oh, hä? Ich habe extra drauf gedrückt. Ich habe aber, war stand da vorne drauf gedrückt. Ich hab's doch. Ich bin's nicht gewohnt, dass ich mich heilen muss in Spielen, weil ich immer so gut bin. Ach du Letscher, ey. Ist doch so. Guck mal, da steht sogar Pup. Alter, was ist denn mit dir nicht richtig, ey? Kommt an und gib mir eine. So nicht. Der Onkel rennt schon wieder sinnlos da hinten rum. Sinnlos im Keller. Hallo, Onkel. Ey, jetzt hat er mich voll erschreckt, aber ich nehme die Axt. Jetzt ist vorbei. Jetzt ist hier die Bachelorettenaxt hier. Kopf ab. Brandmunition. Jo, nehme ich.
Ist gekauft. Oh Leute, ihr brennt alle. Ihr brennt alle. Die hat er gemacht. Ja, hier oh. Merkt ihr es, liebe Zuschauer, ich bin ein bisschen müde, deswegen bin ich wieder leise. Ja, macht keinen Stress, ich bin auch noch da, ich versuche das noch so mitzunehmen. Ah, ein Vetter! Aber ist, wenn die wüssten, wie spät wir haben, dann würden die sagen, was wir nicht alles tun für euch, ne? Gut gemacht. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich sehe nämlich gerade nichts. Alter, hier geht's ganz schön ab. Ja, ich war gerade voll geschleimt. Und ich konnte gerade nichts sehen, weißt du? Das sagst du, wenn du blind bist, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, dass ich hier wieder was sehe, wollte ich eigentlich sagen, aber ich habe einfach gehofft, du hast es so. Das sagt der Blinde zum Tauben, kannst du es hören, was ich gerade sehe? Ja, genau. ich brauche Munition. Okay. Onkel rennt doch nicht immer so weit. Ey, guck, was macht der denn? Akrobatik, Akrobatik. Okay, doch nicht. Ein gefetztes Bein kommt allein. Nee, Friedrich. Friedrich? Ladung. Oh. Waffen. 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 Lade nach! Ja, Magnum. Wo? Oh. Hab ich. Magnum, hast du Magnum gesagt? Ja, liebe Leute, was soll ich dazu noch sagen, außer Burn. Burn, Baby, Burn. Björn? Björn, Baby, Björn. Welcher Björn? Oh, oh, shit, Hilfe, Hilfe, SOS, SOS. Was passiert ja immer, wenn ich keine Munition mehr am Lauf habe? Alter, tötet die ganze Dreckstraße. Tötet sie alle. Stirb und verreck, du elender Zombie, du. So. Bin durch? Hilfe. Warum sagst du, wenn es nicht geht? Nee, hier durch. Bei mir. Komm zu mir, tu es, komm zu mir, hier geht's lang, komm zu mir. Boah, ich nehme jetzt die Axt, jetzt ist vorbei. Francis! Also, lieber Sergeant, es tut uns leid, wir haben keine Pfanne gefunden. Ja, wir werden nicht aufgeben, aber wenn sowas kommt, ich weiß ja nicht, aber ich glaube, da könnten wir ruhig ein Part reinschreiben. Pfanne gefunden oder so. Oder guck selber die Parts an und lässt dich überraschen. Genau. Aber müssen wir ein bisschen suchen halt. Komm mal her, Fettsack. Auch der ist schon tot, Mann. Ich wollte ihn doch töten. Was machst du? Scheiße, der. Ich habe gerade den Louis gerettet. Ich habe ihn gerettet. Den Louis. Mit Reden gerettet. Nee, ich habe den abgemurkst da, den komischen Hunter, der auf den gehüpft ist und ihn töten wollte. Ohne Luft zu holen. Das war. Oh, da kommt einer angerannt. Oh. Und tot. Ladena. Ladena. Oh. Ladena. Wie geht es wieder los? Ich hab doch nur auf das Feuerding geschossen, damit Feuer kommt. Was ist denn da mit Francis zu berufen jetzt? Das muss man mal erklären. Seh ich aus wie eine Zielscheibe? Francis. Boah, viele. Ich guck. Oh, yeah. Das, boah, guckt euch das an. Komm, die Kadaver geflogen. Das finde ich so schön. Ein Kadaver, der fliegt. Finde ich so schön. Ah, ich werd gemöpscht. Ich werd gemopst hier. Ich heil mich jetzt erstmal. Muss erst heilen. Francis. Francis! Francis! Ich hab echt nichts gemacht. Hilfe! Ich schieß doch echt. Ich weiß auch nicht, ey. Das ist echt witzig manchmal.
Ich schieße die ganze Zeit gegen eine Kugel, prallt ab und trifft halt einen Verbündeten und gleich wird mein Name wieder gerufen. Wo müssen wir denn jetzt hin, ja, Mann? Ja, hier lang. Ich weiß nicht, ich töte da, wo Zombies sind, töte ich. Kettensäge nehmen. Haben wir auch schon lange nicht mehr gehabt, ne? Die originale Kettensäge. Franchise Kettensägen Massaker. Francis, Hilfe, 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 schnell, schnell, schnell. Jedes Mal dasselbe, hör ich schon. Ja, was soll ich machen, wenn der Fette da auf einmal um die Ecke kommt? Und ich habe keine Lebensenergie mehr. Ah. Könnt ihr mich heilen? Seid ihr so nett? Wer von euch heilt mich jetzt? Jedes Mal das zu, wie er auf mich springt. Nein, ich habe geschossen. Ich habe zugeguckt, wie er auf mich gesprungen ist. Ach so, ich wollte gerade sagen, ich habe dich ja sofort gerettet. Ich dachte, du sagst, gerettet. Ich dachte, du meinst, ich guck zu, wie der auf dich springt. Das würde ich noch nie tun. Ich werde geheilt, guck mal. Ich hau mir nochmal ein Energy dabei rein. Ich dachte, die heilt mich. Die hat abgebrochen. Die hat die Heilung abgebrochen. Ist die doof? Weil du bestimmt angespult hast. Nein, ich hab. Das war eine Frau, die kann man anspulen. Oh na. Das ist ja wieder so ein Alarmanlage. Jetzt war ich nicht so schlau. Ich war so schlau. Aber ich hab eine Kettensäge. Jetzt kommt bestimmt gleich wieder der Tank. Macht mir nichts, ich habe eine Kettensäge. Komm her, du bist der Sieg, du bist der Sieg. Und dann sage ich dir ganz offen und ehrlich, Francis. Das ist so Wahnsinn. Oh ja. Hier sind so viele. Aber irgendwie kommt jetzt hier kein Tank. Das irritiert mich. Vielleicht kommt er noch, wenn die tot sind. Ja, weißt du, das Coole an Zombies ist, liebe Leute, die rennen immer freiwillig in die Kettensäge. Die lächeln, schreien und kommen angerannt. Halt still, ich helfe dir. Jo, halt still, ich halt still. Die ist gerade nicht da am Verarzten hier. Vektorspiele. Wer leckt? Was? Was? Los, über die Brücke! Verarsch mich jetzt nicht. Onkel ist müde, da kann man den immer leicht ein bisschen verwirren. Aber das mache ich gerne, das macht Spaß. Ich habe eine Rohrbombe, du auch? Nee. Hast du? Ja, hast du. Sag mal ja. Guck mal, der ist umgefallen. Bam, bam, bam. Ich höre schön, dass du eine scheiß Witch bist. Bei uns war heute 30 Grad, könnte auch 31 Grad gewesen sein, aber es war echt heftig heiß. War bei dir auch so heiß heute? Ja. War ein richtig schöner Sommer. Ein Wetter zum Grillen. Das ist der Witch, Bitch. Oh, ich komme. Guck da oben auf der Wiese. Sollen wir beide Granaten drauf werfen? Lass sie doch leben. Lass sie doch töten. Du? Warum? Ja, weil eine Bitch, Witch, Witch, Hitch böse ist. Und böse Monster müssen getötet werden. Hier ist was Sprengladung. Mit Sprengladung können wir sie töten. Komm. Na dann. Baue ich auf und dann sprengen wir sie. Tu es. Tu es. Na, wer macht denn hier aber die Tür zu? Ich war's nicht diesmal. Oder? War ich's doch. Ich weiß es nicht. Ich hab's vergessen. Was denn? Komm, auf die Bitch. Schießt du auf die Bitch. Ja, Granate erst drauf, wir beide, komm. Wo bist du denn? Ach, da hinten. Erstmal eine Rohrbombe hinlegen. War ein bisschen weit daneben, ne? Oh, schön. Guck mal, die ist zweimal weggestrampelt. Ist sie schon tot, die Alte? Nö. Nee. Aber die findet uns doch nicht. Ja, die hat keinen anvisiert. Sie ist tot, sie ist getötet. Getötet. Tote Witch Bitch. Feuern Sie die Hobbits ab, feuern Sie die Hobbits ab. Das habe ich ja noch nie gehört, sowas Geiles.
eine Haubitze. Eine Haubitze ist geil. Oh, Sauerei, Alter. Das ist schon nervig, wenn man so müde ist. Zockt. Ja, vergebt den Onkel, er ist ein bisschen müde, aber er ist ja auch tapfer. Und bald lasse ich ihn dann endlich schlafen. Dann braucht er nicht mehr zocken mit mir. So, dann drücke ich mal auf den Knopf. Ne? Wow, geil. Schön, ich hätte es auch gern gesehen, aber okay, danke. Ach so, ich dachte, du bist bei mir. Du brennst du denn schon? Nee, bin ich nicht. Ah, der Onkel, ne? Der rennt natürlich wieder am Arsch der Welt. Ja. Das ist ganz toll, dass du es gemacht hast. Ey, ich hab gedacht, du bist hier. Du kannst dich ja nicht umgucken, ne? Teamplayer. Ich bin auch müde. ja, du kannst es ja bei mir sehen, so, okay? Ich werde bitte kein Video mehr gucken. Hör auf zu lügen. Hilfe. Oben auf dem Ding ist ein Packgeschütz hier. Ah, toll, jetzt wo alle tot sind, ne? Ja, ich verstehe. Warum schießt denn hier auf mich, ihr Penner? Dieser kleine Penner war das, ich... Wer war das? Du! Ich hab nicht auf dich geschossen. Hallo? Francis! Francis! Da hat der mal sein MG und er haut mir die kompletten Kugeln in den Rücken. Nein, ich habe auf das Vieh geschossen, was auf dir rumgeklettert ist. Ich glaube, wir müssen mal langsam weiter in die Richtung hier. Ja. Alter, hier geht's richtig ab mit dem MG. Hey, du bist so... Ich hab nicht auf dich geschossen. Nein, ihr habt's gerade gesehen. Ne? Also voll auf mich. Da war kein Zombie mehr, der hat voll auf mich gezogen. Nee, guck mal in meinem Part, ich hab nicht extra auf dich geschossen. Nein. Das muss ich nachher selber nochmal checken, aber ich glaube, ich hab nicht auf dich gezielt. Wenn du sagst, ich glaub, dann weißt du es ja nicht wissen. Nee, also wissen tu es schon, dass ich nicht extra gezielt habe auf dich. Also alle. Hey, du hast den zerfetzt, guck mal. Der hat voll den Lockenhals. Ey, das ist nein! Ja, das ist ja echt übel. Das war echt nett. Das tut echt weh, glaube ich auch. Ich habe noch eine Kettensäge. Aber nur beim ersten Mal, das wird dann besser mit der Zeit. Ja, ich glaube auch. Wenn du den so zerfetzt, ich glaube nicht, dass... Nein, ich meine die Frau, weil die gesagt, Alter, du bist echt... Ich habe der Frau nicht zugehört. Ich bin müde und... ich auch, aber... Die Frau hat gesagt, au, das tut echt weh. Und ich sagte, ja, aber nur beim ersten Mal. Wird das Spiel besser. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Jetzt kann man. Jetzt habe ich es verstanden. Ich versuche hier müde noch Witze zu machen, ne? Ja, merkt das schon. Nimm die gefälligst für voll. Ja, habe ich. Ich bin total fertig. Der war so gut. Nee, der war echt. Das sind meine müde Witze. Alter, gib mir mal lieber irgendeine gute Waffe. Dann kann ich auch. Tank. Kettensäge? Ich hab zum Glück noch Explosionsmuni. Siehst du, hat das geklappt. Ich hab ihn zersägt. Du hast zersägt, ich hab in meiner Explosionsmuni auch gejagt. Genau, ich hab ihn zersägt, Leute. Lassen wir es einfach so stehen. Ich hab ihn zersägt. Und er hat. Das ist so ein. Da guck mal, der. Bill! Wieso krieg ich wieder einen drauf? Du hast auf mich geschossen, wie ein Irrer. Was soll das, Francis? Was tust du, Francis? Ey, meine Lebensenergie ist schlecht. Hör auf. Bill, was soll das denn? Bill, reiß dich zusammen. Ich bin gleich tot. Onkel, ich hab nur noch 10. Hallo. Hör auf, um mich zu schießen. Ich zieh doch gar nicht auf dich. Pass auf. Wir müssen mal so ein Koop-Game machen, wo wir uns gegenseitig erschießen. Du Onkel, du Wahnsinniger. Ich hab keine Heilung. Ach, guck mal, da ist der French-Zeitraum hier. Hallo? Ich komm nicht rein, der Onkel will mich nicht hier drin haben. Ich heil mich jetzt. Wir lassen niemanden zurück. Ich bin da. Ich hab noch eine Knarre, alles ist gut. Sauber. Boah. Boah, Leute. Das ist ein geiles Game, ja. Ah, das Spiel ist echt cool, ja.
Oh, ich bin so kackmüde. Mal wieder. Dieser Abend endet wieder mal mit einem total müden Onkel. Aber einmal Applaus, dass er das durchhält, finde ich echt cool. Ich sterbe. Was? Dass du das durchhältst, finde ich echt cool. Was meint ihr? Können wir? Was? Nix, alles gut. Nimm das ist das was? Durchhältst, dass du nicht einschläfst. Ach so. Du hast mir gelegt, du hältst. Da steht oben Peter. Schaffen, müssen wir noch weitermachen oder ist schon Ende? Es ist schon Ende. Achso, okay. So, meine Freunde, du warst dran, oder? Jo, ich war dran, ja. Echt, schon wieder? Ich wünsche euch, schon wieder, ich weiß es nicht, dann macht ich war dran. Ja, dann mach euch. So, meine Freunde, ja, das war's jetzt, ich geh jetzt ins Bett, tschüss. Ja, also das war's erstmal für heute wieder und ich hab mehr Lebensenergie als du, glaub mir das. Francis, ich wollte mal. Hörst du jetzt auf, die Munition zu verballern? Okay. Dann nehme ich halt die Munition! Onkel rastet mal wieder. Onkel rastet mal wieder voll aus, ja, man merkt schon wieder. Ich habe auch ein volles Magazin. Ja! Ist mir egal. Lass dir doch mal liegen. Alle retten sie dich andauernd, ey. Ja, klar, die wissen, dass ich cool warum? Bin. Nur weil du dich wieder hinlegst. Ja! Ja! Ah, ich krieg den Onkel nicht, oder? Mich genervt. Er hat mich die ganze Zeit genervt. Er hat mich mit dem MG angeschossen. Er hat die Haubitze nicht auf mein Video gelassen. Ist tot. Ich bin tot. Er ist ganz und tot. Und Zoe auch tot. Das hast du sehr gut gemacht, Onkel. Jetzt bring noch die andere um und dann muss das ganze Spiel nochmal neu gemacht werden. Nee. Okay, meine lieben Freunde, da war's das jetzt. Ich hab so ein geiles Gefühl. Ihr glaubt gar nicht, wie gut das jetzt da ist. Und ich komme ja, würde ich sagen. Rettung naht steht da oben. Ausgerechnet also, Francis. Hörst jetzt auf, die Leute, die Teamplayer alle umzumurksen. Warum? Der Onkel rastet aus, merkt ihr das? Und der arme Louis. Du hast den Louis getötet. Warte, Louis, ich helf dir hoch. Nicht. Und er ist gleich tot, nicht. Ja, weil der unbreakable ist. Unbreakable. So, meine lieben Freunde, jetzt aber. Den lassen wir jetzt hier das Schild verrenken. Alle weg, wir sind doch noch alleine. Ah, oh, ist das ein Schild. Halt die Fresse. Hey, das ist echt nicht drin. Was denn? Dass du alle umbringst. Wen braucht ihr denn? Naja, okay, meine lieben Freunde, jetzt aber. Jetzt haben wir alle gekillt. Und jetzt sind wir alle fröhlich. Und ich würde sagen. So, Bill. Okay, Bill ist cool. Reiß dich zusammen, Bill. Francis ist ein Arschloch. Reiß dich zusammen, Onkel. Onkel. Guck mal, wer hier liegt. Ja, das ist Francis. Hilfe! Naja, halt mal die Fresse, ich will meine Verabschiedung machen, Mann. Okay, also jetzt raus hier und ich würde sagen, vielen Dank. Ich habe noch einmal dazwischen gequatscht. Also, meine lieben Freunde, da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Und dann bin ich dann auch wieder. Halt die Fresse jetzt. Und dann bin ich auch wieder wach. Bin ich auch wieder munden, ja doch. Und ich bin wieder lebendig. Genau. Und ja, würde ich sagen, tschüss, bis morgen. Ciao.